Sonnenbaden unter freiem Himmel. Seit den 80er Jahren weiß man, das ist gefährlich für die Gesundheit. Denn die Ozonschicht der Erde ist geschädigt. Vor allem über dem Südpol gibt es riesige Ozonlöcher, die sich unter anderem auf Australien und Neuseeland auswirken. Aber auch über dem Nordpol gibt es in einigen Wintern starke Ozonverluste, die sich auf Nordeuropa, Kanada und Sibirien auswirken. Ohne die schützende Ozonschicht in der Stratosphäre in rund 20 Kilometern Höhe treffen die schädlichen UV-Strahlen der Sonne ungefiltert auf die Erde. Die Folge: Wer sich davor nicht schützt, riskiert Hautkrebs und Augenleiden. Weltweit wurden daher 1987 Ozonkiller wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, verboten. Doch was ist eigentlich aus den Ozonlöchern geworden? Wegen des Verbots von FCKW erholt sich die Ozonschicht wieder, allerdings nur sehr langsam. Durch den Abbau von FCKW aus Spraydosen, Kühlschränken und Klimaanlagen wurden bereits große Teile der Ozonschicht angegriffen. Und tun das weiter, denn sie sind extrem langlebig und zerstören noch Jahrzehnte später das Ozon in der Stratosphäre. Besonders bei extrem niedrigen Temperaturen ab minus 80 Grad Celsius in den oberen Luftschichten. Daher entstehen die Ozonlöcher im polaren Winter und lösen sich spätestens im Frühling wieder auf. Wissenschaftler rechnen damit, dass sich die Ozonschicht erst in 50 bis 60 Jahren wieder erholt hat.